Vor unserem Heimspiel am kommenden Sonntag um 13.30 Uhr gegen den SV Darmstadt 98 habe ich unseren Rechtsverteidiger Manon Busch neben mir stehen. Buschi, blicken wir mal vielleicht auf die ersten drei Ligaspiele zurück, die du alle komplett durchgespielt hast. Welchen Eindruck hast du da gewonnen? Wie fällt so ein Stück weit dein Fazit von den ersten drei Saisonspielen aus? Ja, also grundsätzlich denke ich, dass wir relativ zufrieden sein können. Wir sind ungeschlagen. Das ist für uns ist es sehr, sehr wichtig. Wir persönlich in der Truppe, wir haben ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir trainieren sehr gut, wir trainieren intensiv, aber wir bereiten uns einfach auch, wie gesagt, immer sehr, sehr gut auf die Gegner vor. Können damit dann auch einfach mit einem guten Gefühl aufs Spielfeld gehen. Und wir haben einfach alle tierisch Bock auf die Saison. Wird natürlich auch wie letztes Jahr wieder eine lange Saison werden. Aber ich glaube einfach, dass wir jetzt auch gerade am Wochenende die Möglichkeit haben, 8 Punkte dann insgesamt zu haben. Und wenn man das dann vergleicht, die 8 Punkte kann man dann nach 4 Spieltagen schon erreicht haben. Ich glaube, letzte Saison waren es nach 11 oder 12 Spieltagen der Fall. Und das spornt uns als Mannschaft und aber auch jeden Einzelnen, glaube ich, extrem an. Ja, werfen wir einen Blick auf den Gegner, Darmstadt 98. Die letzten oder vergangenen 5 Spiele endeten alle unentschieden. Auch das Hinspiel in der letzten Saison hier in der Voith Arena 2:2, da standst du ebenfalls über die komplette Distanz auf dem Feld. Wie erwartest du Darmstadt jetzt am Sonntag hier? Wird es auch wieder umkämpft und wahrscheinlich ein knappes Spiel? Ja, also ich glaube, dass so ziemlich jedes Spiel in der zweiten deutschen Bundesliga umkämpft ist und auch knapp ist. Kleinigkeiten werden wahrscheinlich auch wieder das Spiel entscheiden und Darmstadt ist, so wie wir, sind auch gut gestartet, haben jetzt glaube ich 2 Siege eingefahren, eine Niederlage und von daher denke ich, können wir einfach ins Spiel gehen und sagen, wenn wir gewinnen, überholen wir sie und wir spielen zu Hause, wir brauchen uns nicht verstecken und von daher denke ich, dass das einfach die Devise für uns sein sollte. Du hast angesprochen, wir spielen zu Hause. Die letzten 3 Spiele waren allesamt auswärts. Beschreib du doch vielleicht mal die Vorfreude jetzt auf das Spiel hier vor euren eigenen Fans wieder. Und ja, welchen Ausschlag kann denn dieser Support hier zu Hause in der Voith Arena für euch dann geben? Ja, absolut. Also einen unglaublichen Ausschlag. Gerade wenn man das sieht, dass man letztes Jahr die meisten Punkte einfach zu Hause geholt hat und uns quasi die Heimspiele dann auch durch die Saison gebracht haben. Da wollen wir dieses Jahr anknüpfen. Mit, sagen wir mal, den Auswärtssieg und einem Punkt auswärts hat es jetzt auf jeden Fall schon mal geklappt oder auch mit 2 Auswärtssiegen, wenn man das DFB-Pokalspiel noch mit dazu nimmt. Und da wollen wir jetzt einfach anknüpfen und die Fans hier mitnehmen und dann auch hier zu Hause gegen Darmstadt dann auf jeden Fall 3 Punkte hier behalten. Dann wünschen wir euch eine gute Vorbereitung darauf und hoffen natürlich, dass ihr FCH-Fans am Sonntag hier alle in Rot bei unserem Heimspiel erscheint und die Mannschaft entsprechend supportet. Bis dann!